Hallo zusammen. Ja, passend zum Thema habe ich mich heute mal in den Garten gesetzt, um diese paar Predigtgedanken aufzunehmen. Es geht um ein altes, kontroverses Thema in der Bibel, nämlich die sogenannte Schöpfungsgeschichte. Und die möchte ich uns jetzt erst einmal vorlesen. Das ist schon ein ganzes Stück lang. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da scheide, zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Und es geschah so. Und Gott nannte die Feste Himmel, und da war aus Abend und Morgen der zweite Tag. Und Gott sprach, es sammle sich Wasser unter dem Himmel an einem Ort, dass man das Trockene sehe. Und so geschah es. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe, und fruchtbare Bäume, die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist auf der Erde. Und es geschah so. Und die Erde ließ aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringt, ein jedes nach seiner Art, und Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr Same ist, ein jeder nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Da war das Abend und Morgen der dritte Tag. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht. Sie seien Zeichen für Zeiten, Tage und Jahre und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. Und es geschah so. Und Gott machte zwei große Lichter, ein großes Licht, das den Tag regiere und ein kleines Licht, das die Nacht regiere. Dazu auch die Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass die schienen auf die Erde und den Tag und die Nacht regierten und schienen Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag. Und Gott sprach, es wimmle das Wasser von lebendigem Getier und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels. Und Gott schuf große Seeungeheuer und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art, und alle gefiederten Vögel, ein jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art, Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art, und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel, und über das Vieh und über die ganze Erde, und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach, seht da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter den Himmeln und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war gut. Da war das Abend und Morgen der sechste Tag. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am siebten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Dies ist die Geschichte von Himmel und Erde, die
da sie geschaffen wurden. Ja, nun sieht man das heute vielleicht ganz anders und es gibt eine absolut fruchtlose Diskussion darüber, inwieweit diese Schöpfungsgeschichte eine Realität beschreibt oder nicht. Es gibt die amerikanischen Fundamentalisten, die vom Intelligent Design reden und versuchen, auf diese Art und Weise zu betonen, dass die Worte der Schöpfungsgeschichte eigentlich genau das darstellen, was gewesen ist. Es gibt Menschen, die sagen, na, die Erde ist anders entstanden, quasi selbstständig aus einem Urknall, wobei beide übersehen eins. Die Frage ist ja nicht, wie konkret die Erde entstanden ist, weil da war ja letztendlich auch keiner bei, sondern die Frage ist, zu welchem Zweck sie besteht oder welchen Sinn das Ganze hat oder wem sie sich verdankt. Die Bibel sagt, sie verdankt sich Gott und seinem Schöpferwillen und alles hat er in Ordnung geschaffen. Und dann eine sehr, sehr wichtige Stelle ist die Stellung des Menschen innerhalb der Schöpfung. Er ist auch ein Element der Schöpfung, aber er soll über die Schöpfung herrschen. Und da sagt die Geistesgeschichte, das wäre der Anfang quasi aller Zerstörung, weil der Mensch sich einfach darauf beruht, er hätte die Macht über die Welt und könne sie beherrschen, wie er wolle. Er könne damit machen, was er wolle. Das verkennt eins total, weil es ist gesagt, dass der Mensch zum Bilde Gottes gemacht worden ist und dass quasi die Herrscherrolle, die Gott über seine Schöpfung hat, eine schöpfende und bewahrende, damit auf den Menschen übergeht. Das rechtfertigt keinerlei Form von Ausbeutung der Erde. Das rechtfertigt all das nicht, was wir tun. Und letztendlich in dieser Unterstellung, dass in dem Wort von dem Untertanmachen der Erde das Verhängnis begann, lenkt man davon ab, dass letztlich diese Ausbeutung der Erde ein kapitalistisches Movens ist und keinesfalls in der Schöpfungsgeschichte zugrunde gelegt wird. Im Gegenteil, die Ausbeutung, die egoistische Ausbeutung der Erde ist ein Phänomen der Trennung von Gott, von dem, der uns geschaffen hat, der uns den Auftrag gibt, eigentlich eine Verkennung dessen, was Gott von uns will. Und wenn wir unser Handeln anschauen, selbst in dieser Zeit, das so stark davon redet, dass wir was für das Klima tun müssen und so weiter und so fort, sehen wir doch, wie wir uns trotzdem mit unseren menschlichen Egoismen darüber hinwegsetzen. Wir zerstören diese Erde immer mehr. Und eine der schlimmsten Zerstörungen neben der industriellen Ausnutzung ist natürlich der Krieg. Und hier hinzugehen und sagen, wir müssen den Krieg auf lange Sicht ziehen, damit wir in eine Position kommen, die den anderen... Nein, wir haben von Gott den Auftrag, die Schöpfung zu bewahren. Und dafür muss man alles tun, den Frieden zu bewahren, weil das Erste, was leidet, die Kreatur, die Schöpfung ist. Und wenn ich mit Raketen schieße, was soll da aus der Schöpfung werden? Was soll aus der Schöpfung werden, die natürlich auch den Menschen umfasst? Ein Land zu zerstören, um in eine strategisch gute Position zu kommen und dann zu sagen, wir wollen verhindern, dass den Menschen da Schlimmes geschieht, das ist einfach verlogen. Weil im Krieg geschieht von beiden Seiten dem Menschen Schlimmes. Und da muss man, glaube ich, gar nicht klug sein. Man muss einfach in die Geschichte zurückschauen und sagen, das menschliche Antlitz wird vom Krieg verzerrt. Und von der Schöpfungsgeschichte her ist das eine absolute Unmöglichkeit, umso mehr noch von der Geschichte Jesu, der ja quasi wie der zweite Adam dasteht, wie einer, der einen Neuanfang für die Menschen macht und all das, was die Menschen voneinander trennt, für ein, neudeutsch gesprochen, No-Go erklärt. Und so haben wir den Auftrag von Gott, die Schöpfung zu bewahren mit allen Mitteln und wir dürfen nicht zu bequem sein. Unsere eigenen Vorstellungen von dem, wie wir diese Erde aufteilen, wie wir sie ökologisch ausbeuten und wie wir ja quasi Macht verteilen, über das stellen, was die Erde erhält. Und diesen Gedanken finde ich in der gegenwärtigen Position und Diskussion überhaupt nicht, auch bei denen, die ständig darüber reden. Wir müssen reden. Wir müssen diese Schöpfung bewahren und wir können nicht in unserem Zentriertsein auf uns selbst immer die einen zu Tätern und die anderen zu Opfern machen und dann diese Erde, die uns zu bewahren aufgegeben ist, zum Spielfeld unserer Lüste machen. Das geht nicht und das steht unter dem Gericht Gottes. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag.